Als letzte Aufführung in diesem Jahr stand Elisabeth Kuhlmann mit La Femme, c'est moi auf dem Programm. Sicherlich eines der Highlights. I can't abide them even now and then. Than ever marry one of them, I'd rest a virgin rather. For husbands are a boring lot and only give you a bother. Musikalisch erstklassig besetzt mit grandiosen Musikern, die sonst in den großen Konzertsälen der Welt zu Hause sind. Es ist uns eine Ehre, hier zu sein. Ich war ja schon des Öfteren hier mit Michael Heldauer, mit Nicole Beutler. Und diesmal ist es etwas ganz Besonderes, weil dieses Programm mit Elisabeth Kuhlmann, das haben Elisabeth Kuhlmann und ich in den letzten Monaten gemeinsam auf die Beine gestellt. Und das ist erst überhaupt die zweite Aufführung weltweit, die es gibt. Die erste war in Graz bei der Styriade. Und jetzt sind wir natürlich sehr froh. Ich liebe diese Gegend und die Veranstaltungen sind toll, die Leute sind toll. Das kann man sich nur wünschen. Das ist eigentlich ein neuer Brennpunkt für Kultur und Mechthild Bartholomä hat das so wunderbar auf die Beine gestellt. Ich bin schon zum zweiten Mal da. Ich war vor 3 Jahren mit Karl Markovic hier. Es ist herrlich, es ist ein gutes Gefühl, es ist eine gute Energie. Es ist wie im Urlaub. Elisabeth Kuhlmann, begeistert mit ihrer wunderbaren Stimme und ihrer bezaubernden Art, sich in Szene zu setzen. Teilweise auch sehr humorvoll. The doctors call it rheumatism. Oh, I hate me. Der Attergauer Kultursommer, weit über die Grenzen des Bezirks bekannt und ein Highlight für die Region. Gute Mischung einfach. So eine Solo-Darbietung, wie wir es gehört haben, einmalig, muss ich sagen. Es ist sehr überraschend, immer wieder, aber jetzt noch mehr, weil ich kenne sie nicht so und sie hat so viele Farben in der Stimme, das finde ich fantastisch. Das ist aber ein absolut sensationeller Abend von der Elisabeth Kuhlmann, unvergleichlich und singulär. Ich bewundere sie maßlos dafür. Das Programm umfasst also wirklich alles, von Musical über den Beatles bis zu den schwersten Opernarien, das kann nur sie. Das Orchesterarrangement von Teilchen ist sensationell. Ich bin froh, dass ich da bin. When the moon hits your eye like a big pizza, but that's amore. Der Attergauer Kultursommer 2016 ist Geschichte, aber man kann sich jetzt schon auf das kommende Jahr freuen. Na dann, auf die nächsten Festwochen im Jahr 2017. Stop. That's amore.